Hallo zusammen, ich bin Eva aus Österreich und lebe schon seit einiger Zeit mit der noch unheilbaren seltenen Erkrankung Lungenhochdruck. Betroffene sind oft atemlos und eine richtige Therapie zu finden kann bis zu 3 Jahre dauern. Stufen steigen, mit dem Rad fahren oder Einkaufstasche tragen war fast nicht mehr möglich. Atmen wurde zur Schwerstarbeit. Mit der richtigen Therapie habe ich meine Lebensqualität zurückgewonnen. Seit 2012 findet am 5. Mai der World PhD statt. Weltweit werden Veranstaltungen organisiert, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Frühe Diagnose, Medikamente und eine bessere Lebensqualität für alle Lungenhochdruckpatienten ist die Devise. Covid-19 stoppte diese Aktivitäten. Lungenhochdruckpatienten sind Hochrisikopatienten und leben seither in einem permanenten Lockdown. Ihre Lieben treffen Sie nur virtuell. Bitte unterstützt uns, den Bekanntheitsgrad dieser Krankheit zu steigern. Danke.